Begründung des Angriffs. Ja, vielen Dank. Wir haben mittlerweile auch gewechselt. Hier ist jetzt Katharina Kühn und ich gebe aber gleich weiter, denn wir sind beim Einzelplan 07. Das ist das Bundesministerium für Justiz und Bundesjustizminister Marco Buschmann hat gerade seine Rede gestartet. Die Art und Weise, wie Putin den Krieg in der Ukraine führen lässt, ist in vielerlei Hinsicht verbrecherisch. Auf vielen Ebenen werden derzeit Beweise für völkerstrafrechtliche Verbrechen Russlands gesichert. Der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof ermittelt. Eurojust koordiniert die Ermittlungen innerhalb der Europäischen Union. Auch der Generalbundesanwalt ermittelt bereits im Rahmen eines Strukturermittlungsverfahrens. Damit ist klar, wenn die Waffen sprechen, schweigt das Recht nicht, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir Deutschen haben hier eine besondere historische Verantwortung für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen. Daher haben wir im Rahmen einer Pioniertat des Völkerstrafrechts bereits Folterknechte Assads in Deutschland nach dem Weltrechtsprinzip vor Gericht gestellt. Und wir werden auch russische Kriegsverbrecher in Deutschland vor Gericht stellen, wenn wir ihrer habhaft werden. Niemand sollte unsere Entschlossenheit unterschätzen. Nirgendwo dürfen sich Kriegsverbrecher sicher fühlen, erst recht nicht in Deutschland. Denn gerade bei uns gilt, wenn die Waffen sprechen, schweigt das Recht nicht. Putin führt seinen Krieg gegen die Ukraine. Er führt ihn aber auch gegen die Prinzipien der liberalen Demokratie. Daher müssen wir der Ukraine beistehen. Wir müssen aber auch die Prinzipien der liberalen Demokratie verteidigen, auch bei uns hier zu Hause. Und daher möchte ich an dieser Stelle klar sagen, den Krieg gegen die Ukraine führt der russische Präsident verbrecherisch. Aber es ist kein Verbrechen, russisch zu sein. Wer Menschen ausgrenzen oder diskriminieren möchte, nur weil sie aus Russland stammen oder weil sie russisch sprechen, verletzt die Prinzipien der liberalen Demokratie. Das werden wir hier nicht tolerieren, meine Damen und Herren. Deutschland bleibt ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, egal woher ein Mensch kommt und welche Sprache er spricht, denn Unrecht bekämpft man nicht mit Unrecht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Die Werte der liberalen Demokratie sind die Entscheidung der Mehrheit und die Freiheit des Individuums. Der Publizist Fareed Zakaria warnte schon 2003, also lange bevor der Terminus geläufig wurde, vor illiberalen Demokratien. Damit meint er ein Staatswesen, das der Mehrheit alles erlaubt und dem Individuum nichts an Respekt entgegenbringt. Denn eines ist ja wahr. Wenn alle über alles abstimmen, bestimmt am Ende niemand mehr über sich selbst. Und deshalb legt die Ampelkoalition gerade so viel Wert auf beide Werte, die Demokratie und die Freiheit. Daher stärken wir den Respekt vor dem Individuum, denn genau das ist ja gerade das Liberale an der liberalen Demokratie. Genau deshalb stärken wir die Bürgerrechte durch die Ersetzung der Vorratsdatenspeicherung und Reformen bei der Quellen-TKÜ. Genau deshalb stärken wir die Selbstbestimmung im Familienrecht durch neue Möglichkeiten in einer neuen Zeit. Und genau deshalb werden wir eine grundrechtsorientierte und evidenzbasierte Sicherheitspolitik betreiben. Wir erstellen eine Überwachungsgesamtrechnung mit Blick auf die bestehenden Sicherheitsgesetze, und wir unterziehen die Überwachungsbefugnisse des Staates einer Generalrevision. All das war schon richtig. All das war schon richtig, als wir den Koalitionsvertrag abgeschlossen haben. Aber in Anbetracht des verbrecherischen Angriffs auf die Prinzipien der liberalen Demokratie ist all das noch wichtiger geworden, als es eh schon war, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus dem Bundesministerium der Justiz leisten wir unsere Beiträge dazu. Wir tun dies so, dass
dies hoffentlich auch aus Sicht strenger Haushälter bestehen kann. Denn im Vergleich geben wir nicht besonders viel Geld aus, nehmen dafür aber besonders viel von diesem Geld selber wieder ein. Und deshalb meine ich, jeder Euro für das Haus des Rechts und der Freiheit ist eine gute Investition in die liberale Demokratie. Herzlichen Dank. Soweit Bundesjustizminister Marco Buschmann hat hier die Freiheit besonders betont. Das hat er auch schon häufiger gesagt, dass er sich als Verteidiger der Freiheit in seiner Rolle als Bundesjustizminister versteht. Dass im Moment die Wahlen zum parlamentarischen Kontrollgremium laufen, da vor Ende der Debatte zum Justizhaushalt die Wahlen abgeschlossen werden, wird natürlich der Minister genauso wie Abgeordnete, die jetzt zu diesem Geschäftsbereich hier an der Debatte teilnehmen, zwischendurch für kurze Zeit den Saal verlassen, um von ihrem Wahlrecht entsprechend Gebrauch zu machen. Wir beginnen mit der Debatte und der Kollege Dr. Günther Krings hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, dass Sie zu Beginn meiner Rede auf das Alternativprogramm aufmerksam machen, nehme ich Ihnen nicht weiter übel. Ich kann die Intention verstehen. Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, der freiheitliche Verfassungsstaat hat exakt zwei Mittel, um politisch zu agieren, um Lebenswirklichkeit zu gestalten. Geld, also die Einnahme von Steuern und die Ausgabe dieser Gelder andererseits. Und zum Zweiten Gesetzgebung und Rechtsdurchsetzung. Regelmäßig habe ich den Eindruck, dass wir im Umgang mit dem Handlungsmittel Geld auch hier im Hause viel skrupulöser sind als im Umgang mit dem Recht. Aber für uns Rechtspolitiker darf ich das Gegenteil jedenfalls behaupten. Meine Damen und Herren, aber weder Freiheit noch Rechtsstaatlichkeit sind eben in Euro und Cent aufzuwiegen. Und das sehen wir in diesen Wochen sehr eindrücklich bei dem tapferen Kampf des ukrainischen Volkes gegen die russischen Invasoren. Aber auch bei unseren Sanktionen als Antwort auf diesen Angriffskrieg. Dieser Krieg wird Europa verändern. Er wird Deutschland verändern. Vieles von dem, was wir bislang gesagt und gehofft haben, hat seine Gültigkeit verloren. Der russische Präsident führt hier nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen die Demokratie. Und er führt zugleich Krieg gegen Recht und Rechtsstaatlichkeit. Nicht nur, dass wir hier Zeuge des größten Völkerrechtsbruchs in der europäischen Nachkriegsgeschichte sein müssen, sondern mit der geplanten Besetzung der Ukraine geht es dem Kriegsverbrecher im Kreml auch darum, keine rechtsstaatlichen Strukturen in seiner Nachbarschaft aufkommen zu lassen. Die Ukrainer setzen ihr Leben ein für die Freiheit und die unter vielen Widrigkeiten ja aufgekeimte Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land. Und sie haben auch deshalb unser aller Unterstützung verdient, meine Damen und Herren. Aus diesem Grunde habe ich mich in dieser Woche einer Petition angeschlossen, die die Schaffung eines weiteren neuen internationalen Sondertribunals für die russischen Kriegsverbrecher fordert, nicht als Konkurrenz zu anderen Möglichkeiten der Aufarbeitung, als Ergänzung dazu und in Partnerschaft dazu. Und Herr Bundesminister, ich konnte Ihnen in sehr vielem, insbesondere zum Thema Ukraine, zustimmen, was Sie gesagt haben. Aber ich muss Ihnen auch sagen, während die Ampelregierung den Etat des Generalbundesanwalts in diesen Zeiten doch tatsächlich senken will, rege ich dringend an, auch namens meiner Fraktion, dass wir im Haushalt des Generalbundesanwalts zusätzliche Stellen und Mittel bereitstellen, um russische Kriegsverbrechen für künftige Verfahren zu dokumentieren. Wir sollten dabei auch ukrainische Flüchtlinge ermutigen, uns entsprechende Hinweise und Informationen zu geben, damit wir diesen Verbrechen nachgehen können, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die furchtbaren Berichte, die uns täglich aus diesem Krieg erreichen, relativieren natürlich manche innenpolitische Kontroverse. Und doch kann die weltpolitische Lage natürlich auch niemals eine Entschuldigung sein für Fehler oder Schludrigkeiten auch einer nationalen Politik. Und auch darüber müssen wir reden.
Wer allen Ernstes etwa die Abschaffung, Sie kennen das Thema, des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche zur ersten rechtspolitischen Priorität erklärt, wie es in der Ampel geschehen ist, der sollte, so meine wirklich herzliche Bitte, sein politisches Koordinatensystem doch noch einmal einer kritischen Überprüfung unterziehen. Ich erwarte bei einem solchen Thema zumindest, viel ist ja gar nicht, zumindest, dass die Grenzen, die unser Grundgesetz und das Verfassungsgericht zum Schutz ungeborener Kinder gezogen hat, auch ernst genommen werden. Und ich erwarte Ehrlichkeit, Ehrlichkeit in der Debatte, vielleicht ist das schon zu viel verlangt, ich weiß es nicht. Denn derjenige, der ein Werbeverbot streichen will, nimmt dadurch doch schon denklogisch Werbung zumindest billigend in Kauf. Billigend in Kauf. Wer das Grundrecht auf Leben und die Menschenwürde des Embryos eben geringschätzt, handelt, wie ich finde, auch nicht liberal. Das geht um Grundwerte und Freiheitsrechte. Und das Gegenteil von liberal sind eben auch die Pläne für ein neues Kindergrundrecht. Um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. Wir als Union wollen Kinder mit und nicht gegen ihre Eltern schützen. Das war der Kern der von uns mit ausgearbeiteten Vorschlags in der letzten Wahlperiode. Die Ampel will hingegen mehr staatlichen Einfluss bei der Kindererziehung zulasten der Eltern. Die damit angestrebte staatliche Lufthoheit über den Kinderbetten, die kennen wir von Olaf Scholz, aber bislang nicht von Liberalen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe inzwischen den Eindruck, dass die FDP hier nicht nur ihre Sitzplätze für uns als Unionsfraktion freigemacht hat, sondern gleich noch ihre liberalen Positionen ein gutes Stück freigeräumt hat für uns. Ich will aber auch gerne noch auf einen kleinen Erfolg des Justizministers und seines Ministeriums eingehen, nämlich die Gewinnung der Zuständigkeit für den Normenkontrollrat und damit für das wichtige Thema der besseren Rechtsetzung. 2006 hat eine CDU-geführte Bundesregierung die Thematik ganz bewusst im Bundeskanzleramt angesiedelt. Das hat die Bedeutung der Aufgabe unterstrichen, aber auch die Durchschlagskraft des Normenkontrollrats ganz erheblich erhöht oder erst wirklich geschaffen. Dass die Ampelmehrheit nun eine Zuständigkeitsverschiebung in ein Fachressort vornimmt, zeigt, dass die Koalition insgesamt das Thema nicht mehr so ganz ernst nimmt. Das ist schlecht für die Sache, aber bauen wir gerne eine Brücke. Wenn das Justizministerium diese Aufgabe denn jetzt schon an Land gezogen hat, das freut mich ja für den Herrn Minister, dann machen Sie bitte auch was draus. Ja, und die Sorge habe ich Ihnen, das will ich noch gerade erklären, warum ich die Sorge habe, Herr Kollege. Der Wahlslogan der FDP im Bundestagswahlkampf war ja, glaube ich, nie gab es mehr zu tun, und der passt hier wirklich leider wie die Faust aufs Auge bei dem Thema. Ja, Defizite bei der Gesetzgebungsqualität gab es auch in den letzten Jahren, unstreitig. Aber was wir bei den ersten Arbeitsproben der Ampelkoalition erleben mussten, ist wirklich ein neuer Tiefpunkt in Sachen Qualität der Gesetzgebung. Und ich nenne Ihnen vielleicht mal ein Beispiel noch ganz frisch aus der letzten Sitzungswoche. Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, indem Sie hierin auf den bisherigen Höhepunkt der Ansteckungszahlen das Gros der Schutzmaßnahmen abgeschafft haben, haben Sie den Charakter des Infektionsschutzrechts schlichtweg verkannt. Es ist eben kein klassisches Gefahrenabwehrrecht, sondern vor allem Risikovorsorgerecht. Ein solches Gesetz darf also niemals nur die aktuelle Gefahrenlage abdecken, sondern es muss auch noch funktionieren, wenn diese sich verschärft. Wenn es aber die Länder macht und wehrlos macht, ist es eben kein vorausschauendes, sondern ein schlechtes Gesetz. Wenn man es so damit begründet, wir können es ja nur nachbessern, ist das eigentlich die denkbar schwächste Begründung und Rechtfertigung für ein Gesetz, meine Damen und Herren. Aber auch der Weg zu diesem Gesetz schreibt Geschichte. In der Geschäftsordnung der Bundesregierung ist aus guten Gründen vorgeschrieben, dass vor einem Kabinettsbeschluss die fachlich kompetenten Verbände zu beteiligen sind. Die Beteiligung gab es auch. Die begann mittwochs nachts um 1.08 Uhr. Und endete 8 Stunden 52 Minuten später. Sie haben es wirklich geschafft, Verbändebeteiligung bei dem zentralen Gesetz zu einer bloßen Farce verkommen zu lassen. Und wohlgemerkt, dieser Zeitdruck ist nicht durch die Dynamik der Pandemie entstanden, dann würde ich es noch verstehen, sondern weil sich die Ressorts an der Stelle ineinander verkeilt haben bei Corona. Und das haben sie übrigens auch gemacht bei der Frage Impfpflicht. Das Grundgesetz weist dem Bundestag die Entscheidung über solche wichtigen Fragen zu. Die Regierung legt einen Regierungsentwurf zu und teilt nicht großzügig Gewissensfragen dem Parlament zu. Das ist nämlich keine Stärkung, sondern eine Schwächung des Parlaments, was Sie hier unternommen haben. Meine Damen und Herren, in zentralen, regelungsbedürftigen Fragen vorsichtshalber gar keinen Gesetzentwurf vorzulegen, wie hier, ist aber noch kein Beitrag für bessere Rechtsetzung. Vielen Dank.
Günther Krings war das, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Und meine Damen und Herren, Sie sehen es schon an diesen Tagen, da ist natürlich an vielen Orten der Welt etwas, worüber wir berichten wollen. Demnächst erwarten wir die Pressekonferenz vom Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, nach dem Gipfeltreffen der NATO in Brüssel zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Sollte es dort losgehen, werden wir das live senden. Solange bleiben wir aber natürlich hier in der Debatte jetzt mit Esther Dilcher für die SPD-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, im Bundeshaushalt sind im zweiten Regierungsentwurf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 457 Milliarden Euro veranschlagt, bei Steuereinnahmen in Höhe von 332 Milliarden Euro. Im Justizhaushalt, also in diesem Einzelplan 07, den wir jetzt beraten, werden Gesamtausgaben von rund 935 Millionen Euro und Einnahmen von 644 Millionen Euro, also nicht Steuereinnahmen, sondern eigene Einnahmen, eingestellt. Also beträgt der Anteil der Ausgaben des Justizhaushaltes am Gesamthaushalt lediglich 0,2%. Und es ist ein Verwaltungshaushalt. Das gibt nicht viel Spielraum für Projekte, Förderprogramme oder zusätzliche neue Ausgaben, da ein Umschichten in einem Vorgang hier fast schier unmöglich erscheint. Das Justizministerium ist in erster Linie das Gesetzgebungsministerium, entweder durch eigene Gesetze oder durch Begleitung der anderen Ministerien in deren Gesetzgebungsprozessen. Und dafür sind Ausgaben von 127 Millionen eingestellt. In den letzten zwei Jahren kamen aus dem Bundesministerium der Justiz, beschleunigt durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie, wichtige Gesetze im Sanierungs- und Insolvenzrecht, die Verkürzung der Restschuldbefreiung, die Mietpreisbremse, Schutz vor Wohnungskündigungen bei Mietschulden und so weiter. Ich möchte das jetzt hier nicht alles weiter ausführen. Im Haushalt des Bundesministeriums der Justiz entfällt in dieser Legislatur das Kapitel der Verbraucherpolitik, was ich persönlich sehr bedauere, weil ich das betreut habe, auch im Rechtsausschuss, und mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Zum Zuständigkeits des Bundesministeriums der Justiz gehören drei von fünf Bundesgerichten, nämlich der Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht und der Bundesfinanzhof sowie der Generalbundesanwalt. Und dafür sind Ausgaben vorgesehen von insgesamt 162 Millionen Euro. Auch der zentrale Dienstleister der deutschen Justiz, nämlich das Bundesamt für Justiz, wird mit Haushaltsmitteln im Einzelplan 07 veranschlagt, und zwar mit Ausgaben in Höhe von 99 Millionen. Hier möchte ich aber einmal die Einnahmenseite näher beleuchten. Jeder, der bereits einmal ein Führungszeugnis beantragt hat, hat dazu beigetragen, dass dem Justizhaushalt dadurch auch Einnahmen zufließen. 1.200 Beschäftigte bieten im Bundesamt unter anderem Bürgerdienste, zum Beispiel neben dem Führungszeugnis, auch Hilfe bei Auslandsadoptionen, Auslandsunterhalt, internationalem Sorgerecht. Sie führen die Register bei der Musterfeststellungsklage, das Gewerbezentralregister und sind Schlichtungsstelle für den Luftverkehr. Wer mal auf der Seite nachguckt, der wird überrascht sein, was das Bundesamt für Justiz alles leistet. Sie bieten Dienstleistungen für Gerichte und Behörden, zum Beispiel Justizfortbildung, internationale Rechtshilfe in Strafsachen sowie in Zivil- und Handelssachen. Und sie sind zuständig für die Vollstreckung bei EU-Geldstrafen und Geldbußen sowie auch bei EU-Kontofendungen. Und insgesamt sind dafür im Haushalt Einnahmen in Höhe von 135 Millionen, die also über den Ausgaben liegen, veranschlagt. Ein weitaus größerer Betrag wird an Einnahmen für gewerbliche Schutzrechte im Rahmen von Gebühren in Höhe von 455 Millionen beim Deutschen Patent- und Markenamt geschätzt, bei Ausgaben von 245 Millionen Euro. Auch da liegen die Einnahmen über den Ausgaben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Ausdruck dafür, dass Deutschland ein Forschungs- und Innovationsstandort ist. Und das findet sich im Justizhaushalt wieder. Dieser Indikator, ich finde das großartig. Selbst in der Krise oder vielleicht gerade die Krise hat die Anmeldung von Patenten im Bereich von umweltfreundlichen Antriebstechniken, im Bereich von Digitalisierung, Medizintechnik, Infektionsschutz und anderen Bereichen beflügelt. Darauf können wir alle stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sie sehen, es ist eine Besonderheit dieses zwar kleinen, aber trotzdem sehr bedeutsamen Haushalts des Bundesministeriums der Justiz. Es besteht nämlich eine mehr als 68-prozentige Deckungsquote. Die Bundesrepublik ist ein moderner Verfassungsstaat, der drei wesentliche Aufgaben hat. Zum Ersten die äußere Sicherheit, also die Landesverteidigung. Zum Zweiten die innere Sicherheit, also der Frieden in der Gesellschaft. Und zum Dritten die Gesellschaftsgestaltung. Darunter verstehen wir all das, was wir mit sozialer Sicherung und Daseinsvorsorge in Verbindung bringen. Ich meine, Grundvoraussetzung ist dabei zunächst die innere Sicherheit. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns nicht, dass alles perfekt funktioniert, dass jede Ungerechtigkeit aufgelöst, jedes Verbrechen verhindert und jeder oder jede grenzenlos Freiheit genießen kann. Zumindest die Mehrheit erwartet das nicht in diesem Haus. Und diese Grundsätze sind verfassungsmäßig verankert. Artikel 20 Grundgesetz begründet für die Bundesrepublik unter anderem das Sozialstaatsprinzip, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Sie werden sich fragen, warum ist mir diese Klarstellung in dieser Haushaltsdebatte so wichtig? Mir ist das wichtig, weil das Bundesministerium der Justiz ein Gesetzgebungsministerium ist, das an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist, weil bei uns die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden sind. Und ich finde, unser Rechtsstaat funktioniert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es beschämend, dass ein demokratisch gewählter Abgeordneter hier von der rechten Seite in Russland in Medien behaupten darf, es gebe in Deutschland keine Demokratie und andere Meinungen würden durch regierende Elite in deutschen Medien, im Internet und sogar durch körperliche Gewalt unterdrückt. Und es bestürzt mich zutiefst, dass durch solche Äußerungen dem Kriegstreiber Putin von deutschen Abgeordneten Schützenhilfe geleistet wird. Es ist fast unerträglich, aber es macht mich nicht stumm. Denn die Freiheit von Abgeordneten, die Hass und Hetze gegen Deutschland verbreiten, endet genau hier. Hier, wo meine Freiheit beginnt. Freiheit ist nämlich hier auf Erden nicht grenzenlos. Hier ist die Grenze und ich bin dankbar, dass wir in Deutschland Freiheitsrechte haben, die durch unsere Verfassung garantiert werden. Handlungsfreiheit in Artikel 2, Meinungsfreiheit in Artikel 5, Versammlungsfreiheit in Artikel 8, die Rechte anderer nicht verletzen dürfen und nur beschränkt werden können durch ein Gesetz. Sie, Herr Brandner, Sie bestätigen das ja gerade, dass Sie das sogar auch noch gut finden, was da passiert. In Russland zu behaupten, in Deutschland gäbe es keine Demokratie und keine Meinungsfreiheit, ist ein vernichtender Schlag ins Gesicht aller Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg auf die Straße gehen, die sich öffentlich in Rundfunk und Fernsehen gegen diesen Krieg und für Frieden aussprechen, die mutig Widerstand leisten und damit um ihr Leben fürchten müssen. Ich bin entsetzt, wie weit Sie hier am rechten Rand gehen, um sich Verbündete zu suchen und die Äußerungen Ihres Kollegen unkommentiert, bis auf einen kurzen Kommentar des stellvertretenden Bundessprechers, der ja hier auch schon wieder von der rechten Seite dazwischen ruft, stehen lassen. Mir fällt es oft schwer, Ihre Redebeiträge zu ertragen. Und trotzdem nehmen die demokratischen Parteien in diesem Haus diese Herausforderung an. Aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass wir Ihre hetzerischen Kommentare widerspruchslos hinnehmen müssen. Nein, genau hier ist der Ort, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber nicht von Ihnen, Herr Brandner. In der öffentlichen Debatte. Denn unsere Demokratie hält das aus. Und ich bin überzeugt, die Mehrheit der demokratischen Parteien hier im Haus, die sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und diese nicht verleugnet, sieht das genauso wie ich, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Unser Rechtsstaat funktioniert, und das verdanken wir unserem Gesetzgebungsministerium, dessen Haushalt wir hier debattieren, sowie vielen engagierten Beschäftigten in Justiz und den Gerichten,
die in der Pandemie an ihre Grenzen gekommen sind. Ich freue mich auf spannende Haushaltsberatungen. Ich habe nämlich vom Ministerium schon so einiges gehört, was man vielleicht auch noch mal anpacken könnte. Dafür wären zusätzliche Ausgaben erforderlich. Mal gucken, ob wir da noch was verändern können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Esther Dilcher war das für die Sozialdemokraten, ist hier in ihrer Rede sehr lange auf eine Äußerung eingegangen, auf ein Interview des AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt. Die Allgemeinverfügung gilt, das heißt, die Maske kann hier vorn von der amtierenden Präsidentin abgenommen werden, wenn sie die Rednerinnen und Redner aufruft oder Hinweise zur Debatte gibt. Und natürlich von der aktuellen Rednerin oder dem aktuellen Redner am Pult. Für Zwischenrufe haben wir schon seit Wochen die Praxis, dass die Maske Mund und Nase weiter bedeckt. Das Wort hat also der hier noch ein paar Äußerungen von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Und nun kann die AfD auf die vorherige Rede antworten. Michael Espendiller spricht jetzt für seine Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, diesen Dreiklang haben wir diese Woche hier in diesem Haus schon häufig gehört, gebetsmühlenartig wiederholt. Doch wie genau steht es eigentlich damit? Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Das sagte Jean Rousseau. Nun bedeutet das, dass man keine Steuern mehr zahlen muss oder Knöllchen nicht mehr bezahlen muss? Nee, natürlich nicht. Wobei, da beginnen sich die Geister ja durchaus schon zu scheiden, ja, bei der Höhe der Steuern oder der Höhe der Bußgelder. Beides übrigens kritisiert von der FDP während ihrer Oppositionszeit. Weiß das hier noch jemand? Diese flammenden Plädoyers gegen die finanzielle Ausbeutung der Bürger und den Kampf für die Freiheit. Der Kampf gegen übergriffige Corona-Maßnahmen, für mehr Wissenschaftlichkeit bei der politischen Entscheidungsfindung, gegen einen bevormundenden Staat und für mehr Eigenverantwortung. Und natürlich der Kampf gegen die Impfpflicht. Unsere Gesellschaft hat noch nie so tiefe Einschnitte in ihr gewohntes Leben hinnehmen müssen wie in den letzten 2 Jahren der Corona-Politik. Und während ganz zu Beginn noch alle auf die Maßnahmen vertraut haben, wurde den meisten Menschen relativ schnell klar, dass man sich nicht ewig vor einem Virus verstecken kann. Die Politik der Koalition von Union und SPD griff das auf und versprach den Menschen die Rückkehr zur Normalität, sobald es denn eine Impfung gäbe. Eine Impfung, die für alle verfügbar sein sollte, aber wo natürlich niemand gezwungen werden sollte, sie zu nehmen. Bis hierhin war noch alles halbwegs normal. Aber ab einem gewissen Punkt wurde die Pandemie nicht mehr überwiegend rational bekämpft, sondern sie wurde zu einem Spielball der üblichen politischen Spielchen, die die Konsensparteien hier untereinander spielen und die übrigens mit der Sache nichts mehr zu tun haben und auch nicht mehr mit dem Wohle des Volkes. Es standen verschiedene Wahlen an und jede Partei hatte gegen die jeweils andere Partei ein und dieselbe politische Granate in der Hand. Und da stand sinngemäß drauf, die Maßnahmen sind nicht ausreichend, wegen ihrer Partei sterben Menschen. Und was folgte, war ein Überbietungswettkampf an Forderungen nach besseren, härteren, endgültigeren und mehr und mehr und mehr Maßnahmen. Wir als AfD haben diesen Irrsinn sehr früh erkannt, kritisiert und uns für eine schrittweise Rücknahme der Maßnahmen eingesetzt. Die eben erwähnte Granate flog dann natürlich auch in unsere Richtung, aber zum Glück lautet unser Parteimotto ja Mut zur Wahrheit. Aber auch die FDP erkannte irgendwann, dass ein relevanter Wähleranteil da ist, der sich ein Ende dieser ganzen Maßnahmen wünschte. Und mehr noch, man durfte die Unzufriedenen ja nicht zur AfD wechseln lassen. Also begann auch die FDP, den Maßnahmenirrsinn zu kritisieren und sie bekam auch dankbaren Zuspruch. Das wurde später sogar noch verstärkt. Und zwar, als die Bürger nach sehr viel Geduld sich endlich an die deutsche Gerichtsbarkeit erinnert haben und klagten. Doch die Gerichte, auf die unsere Bürger in ihrem Glauben an Rechtsstaatlichkeit alles gesetzt hatten, fanden das alles so in Ordnung mit den Maßnahmen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals noch mit Juristen gesprochen habe, wie schockiert die waren. Und die Bürger, die schon so viel haben auf sich nehmen müssen, fühlten sich auf einen Schlag machtlos und im Stich gelassen. Aber es gab Hoffnung auf Erlösung, denn die Herren Kubicki, Lindner, Buschmann kämpften für die Freiheit und versprachen, keine Impfpflicht einzuführen. Ich muss gestehen, ich habe ihnen damals auch durchaus geglaubt. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass nicht nur die AfD zu einem realen Politikkurs zurückgekommen ist. Und genau deshalb kann ich sehr gut nachfühlen, wie verraten, verkauft und verarscht sich ihre Wähler jetzt fühlen.
Sie unterstützen jetzt alles, wogegen Sie gekämpft haben. Und ein FDP-Justizminister, der nicht klar und deutlich sagt, dass die geplante Impfpflicht ein absolutes No-Go ist, nicht die rechtsstaatliche rote Fahne hebt und einen Lauterbach nicht entschieden widerspricht, der ist ein Schlag ins Gesicht für alle Freunde der Freiheit. Die Frage nach der kompromisslosen Verteidigung des Rechts auf körperliche Selbstbestimmung wäre für mich, für meine Fraktion ein absolutes Deal oder No Deal. Aber die FDP verhilft einer Koalition zur Mehrheit, die genau das abschaffen möchte. Und niemand, der ein Herz in der Brust und ein Minimum an Erinnerungsvermögen hat, wird Ihnen das jemals verzeihen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Michael Espendiller war das, sitzt im Haushaltsausschuss, wie auch der nächste Redner. Das ist Bruno Hönel für Bündnis 90 Die Grünen hier in der Debatte zum Einzelplan 07 des Bundesjustizministeriums. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Bruno Hönel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Buschmann, Herr Espendiller, von einer Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingeordnet ist, lassen wir uns nichts über die Verfassungsmäßigkeit unserer Gesetzgebung sagen. Nur, dass Sie das mal wissen, kehren Sie vor Ihrer eigenen Haustür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten den Einzelplan 7, den Etat des Justizministeriums, und im Zentrum dieser Debatte stehen damit unweigerlich unser Rechtsstaat und unsere Demokratie. Der funktionierende Rechtsstaat ist eine wesentliche Säule unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja, die unabhängige Gerichtsbarkeit ist das Fundament unserer freien und offenen Gesellschaft. Der Wert von Freiheit und Demokratie ist unermesslich, und er wird uns in diesen Tagen durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins brutal vor Augen geführt. Und man kann es nicht oft genug sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung, wir als ParlamentarierInnen, wir stehen gemeinsam und unverrückbar gemeinsam mit unseren europäischen Partnern an der Seite der Ukraine, und dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar. Der Etat des BMJ ist mit 597 Millionen Euro für Personalausgaben im großen Maß von Kontinuität und Stabilität geprägt, so wie eben auch unser Rechtsstaat. Und wenn Sie mir eine Bemerkung erlauben, lieber Herr Buschmann, dass Sie als eines Ihrer ersten Vorhaben in Ihrer ja noch recht kurzen Amtszeit gemeinsam mit Ministerin Anne Spiegel die Streichung des 219a aus dem Strafgesetzbuch vorangetrieben haben, das rechne ich Ihnen hoch an, Herr Buschmann. Endlich kommen wir in der gesellschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts an. Endlich machen wir Schluss mit diesem Unrecht 219a. Es ist höchste Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sehen, wir haben uns als Koalition einiges vorgenommen. Der Einzug der Digitalisierung in die Justiz wird in den kommenden Jahren von dieser Regierung vorangebracht. Wir legen dafür den Digitalpakt für die Justiz auf. Und klar dabei ist, und das will ich unmissverständlich auch als Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen klar machen, wir werden dabei ein besonderes Augenmerk auf die konsequente Wahrung der BürgerInnenrechte und des Datenschutzes legen. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle den gemeinnützigen Stiftungen und Vereinen danken, die ja aus diesem Etat gefördert werden und die eine extrem wichtige Arbeit leisten in unserem gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Die entsprechenden Ansätze im Entwurf werden auf hohem Niveau verstetigt, in Teilen erhöht, beispielsweise bei der Stiftung Forum Recht um 1 Million Euro oder auch bei der Internationalen Stiftung für rechtliche Zusammenarbeit um 460.000 Euro. Wir stärken die Arbeit für Vielfalt, Gerechtigkeit und Demokratie. Das ist das richtige Signal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit Blick auf die Justizbehörden ist festzuhalten, dass der Pakt für den Rechtsstaat Wirkung entfaltet hat, auch wenn wir in einigen Feldern sicherlich noch Nachholbedarf haben. Herausgreifen möchte ich hier exemplarisch die Hasskriminalität, wo wir nach wie vor, das muss man sagen, ein Vollzugsdefizit haben. Bund und Länder müssen gemeinsam noch besser darin werden, diese Straftaten frühzeitig zu erkennen, diese Anschläge auf unser Grundgesetz konsequent zu verfolgen und zu ahnden. Da sind wir gemeinsam in der Verantwortung.
Egal ob in der analogen Welt oder im digitalen Raum, das Internet ist eben kein rechtsfreies Paralleluniversum. Hass ist keine Meinung, und das werden wir auch Ihren rechten Trollen ganz, ganz deutlich machen. Darauf können Sie sich verlassen. Und was passiert, wenn wir die Bedeutung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips, wie es sich aus unserem Grundgesetz Artikel 20 ergibt, wenn wir diese Bedeutung nicht unentwegt hochhalten? Ja, wenn wir unsere lebendige Demokratie nicht mit allen Mitteln verteidigen? Was dann passiert, das können wir in Russland sehen, wo kritische Stimmen weggesperrt und mundtot gemacht werden, wo die Justiz längst nicht mehr unabhängig ist, wo ein Klima der Angst vor Behörden herrscht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Inneren wie im Äußeren, wir stellen uns derartigen Tendenzen mit aller Kraft entgegen. Wir stehen für eine BürgerInnennahe, für eine transparente Justiz auf Augenhöhe. Wir schützen den Rechtsstaat und wir verteidigen unsere lebendige Demokratie, die wehrhaft ist gegen die Feinde der Freiheit, auch die, die da ganz rechts sitzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bruno Hönel war das für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Wir warten weiterhin auf die Pressekonferenz des Generalsekretärs der NATO, Jens Stoltenberg, nach dem Gipfeltreffen der NATO in Brüssel. Mittlerweile hat sich diese Pressekonferenz verschoben, ist jetzt für 14:45 angekündigt. Wir halten Sie natürlich auf den Laufenden. Und hier im Plenum im Bundestag spricht nun Clara Bünger, rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie das Strafrecht auf den Prüfstand stellen will. Das begrüßen wir. Ankündigungen reichen aber nicht aus. Sie müssen die Vorhaben auch umsetzen. Herr Buschmann, Sie haben es selbst in einem Interview gesagt, weniger Menschen sollen wegen sogenannter Ersatzfreiheitsstrafen in Haft kommen. Denn wer zu einer Geldstrafe verurteilt wird und diese nicht bezahlen kann, muss stattdessen ins Gefängnis. Andere Länder der EU sind hier viel weiter, und auch in Deutschland muss endlich etwas passieren. Streichen Sie die Ersatzfreiheitsstrafen, zumindest für diejenigen, die gar kein Geld haben. Die Ersatzfreiheitsstrafe ist mittlerweile zur häufigsten Form der Freiheitsstrafe geworden. Darauf weist auch der Jurist Ronen Steinke hin. 2019 saßen schätzungsweise 51.000 Personen hinter Gittern, allein aus dem Grund, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen konnten. Damit werden arme Menschen doppelt bestraft. Von Ersatzfreiheitsstrafen sind besonders häufig Menschen betroffen, die ohne Ticket im öffentlichen Verkehr fahren. Nach § 265a des Strafgesetzbuchs wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer sich die Beförderung durch ein Verkehrsmittel erschleicht. Zum Vergleich: Wer beispielsweise ohne Parkschein parkt, muss ein Bußgeld bezahlen, begeht aber keine Straftat. Alles andere wäre auch vollkommen unverhältnismäßig. Das ist beim Fahren ohne Fahrschein aber auch so. Deshalb wollen wir diese Ungleichbehandlung abschaffen. 2020 gab es über 43.000 Verurteilungen wegen Fahrens ohne Fahrschein. Meistens geht es dabei um Geldstrafen. Trotzdem müssen Schätzungen zufolge jedes Jahr mehrere tausend Menschen in den Knast, weil sie ohne Ticket gefahren sind. Und wen betrifft das? Nicht diejenigen, die einfach vergessen haben, sich ein Ticket zu kaufen, sondern arme und prekär lebende Menschen, Obdachlose und Suchtkranke, die sich kein Ticket leisten können und erst recht keine Geldstrafe bezahlen können. Und ich will Ihnen sagen, der damalige SPD-Politiker Karl Liebknecht hat den Begriff Klassenjustiz geprägt. Natürlich hat sich seitdem viel gewandelt, aber eines hat sich nicht geändert. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Das ist ungerecht, und das muss sich aus unserer Sicht ändern. Bei der Verfolgung von angeblich oder vermeintlichen Schwarzfahrerinnen kommt es regelmäßig zu Gewaltexzessen. Ich nenne mal ein Beispiel. Im März 2021 wird ein Mann von einem Polizeihund der Bundespolizei gejagt und wird von Beamten überwältigt, gefesselt und zur Polizeiwache gebracht. Und was hat dieser Mann getan? Er war nicht gewalttätig gegenüber anderen Menschen. Nein, er ist ohne Ticket im Regionalexpress gefahren. Das ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es hier zu Übergriffen.
Dieser Umgang mit Menschen, weil sie sich kein Ticket leisten können, ist absolut unverhältnismäßig. Deshalb werden wir zur Streichung des § 265a einen Gesetzentwurf einbringen. Und 2018 haben wir das gemeinsam mit den Grünen gefordert. Ich weiß, dass es für einige von Ihnen, wie der Kollegin Canan Bayram, ein wichtiges Thema ist. Ich bitte Sie, dass Sie uns an dieser Stelle unterstützen. Denn die Initiative Freiheitsfonds hat hier im Übrigen schon Großartiges geleistet. Die Aktivistinnen sind nämlich der Meinung, dass man sich nicht auf die Politik verlassen kann. Das ist ja auch in gewisser Weise verständlich. Die Initiative befreit nämlich deutschlandweit Menschen aus dem Gefängnis wegen Fahrens ohne Fahrschein, die hinter Gittern sind deshalb. Sie haben bisher 305 Personen freigekauft, 24.051 Hafttage aufgelöst und dem Staat damit 3,6 Millionen Euro erspart, die die Inhaftierung der Menschen noch gekostet hätte. Vielen Dank an euch an dieser Stelle. Ersatzfreiheitsstrafen sind nämlich nicht nur ungerecht, nein, sie sind auch noch teuer für die Steuerzahlerin. Wenn wir den 265a streichen, dann sorgen wir nicht nur für eine enorme Entlastung bei den Gerichten, sondern auch in den Justizanstalten. Außerdem würde man einen Paragraphen, den die Nazis 1935 aus sozialdarwinistischen Gründen eingeführt haben, aus dem StGB entfernen. Dafür ist wirklich höchste Zeit. Um die Ungleichbehandlung im Recht zu verringern, braucht es natürlich mehr als das, das ist klar. Es braucht auch eine gut ausgestattete Justiz. Und der Personaletat im Haushaltsplan sollte daher noch viel deutlicher aufgestockt werden. Und es sollte in jedem Strafverfahren auch Pflichtverteidigerinnen für alle geben. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Thorsten Lieb für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Buschmann, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Dr. Krings, ich danke ganz herzlich für die Vorlesung, die Sie uns vorhin haben angedeihen lassen. Aber ich kann Ihnen versichern, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen um den liberalen Kompass der FDP in dieser Bundesregierung. Während wir zur Beseitigung von Rechtsunsicherheit zum Beispiel den 219a StGB abschaffen, ist es doch Ihre Fraktion, sind es Ihre Parteien, die bei jedem publikumsträchtigen öffentlichen Ereignis nach neuen Strafvorschriften oder nach Verschärfung von Strafvorschriften sorgen. Und das ist keine liberale Justizpolitik. Liberale Justizpolitik ist das, was wir machen. Es ist mir ganz persönlich eine Ehre, das Bundesministerium in diesem Hause nicht nur in der Rolle als stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, sondern eben auch haushalterisch begleiten zu dürfen. Drei Themen möchte ich heute ansprechen. Erstens. Der Rechtsstaat ist, wie schon angesprochen, einer der wesentlichen Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und über den Etat dieses Grundpfeilers sprechen wir heute. Das ist wichtig zu betonen. Denn das Vertrauen in Justiz und Rechtsstaat ist gerade in herausfordernden Zeiten, in Zeiten der Krise, besonders notwendig. Demokratie und Rechtsstaat sind nämlich keine Schönwetterereignisse und Schönwetterinstitutionen. Sie beweisen gerade in der Krise ihren Wert, und gerade in der Krise sind wir gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten gefordert, diese Werte des Rechtsstaats zu verteidigen. Heute vor genau einem Monat, am 24. Februar 2022, sind wir Zeuginnen und Zeugen geworden des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Ein besonders perfider und massiver Eingriff in Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Man mag die Frage aufwerfen, was hat das mit dem Rechtsstaat hier zu tun? Ich sage sehr, sehr viel. Denn im Rechtsstaat, da schließe ich mich dem Bundesminister gerne an, gehört auch diese rechtliche Aufarbeitung eines völkerrechtlichen Angriffskrieges maßgeblich dazu. Und wir können stolz darauf sein,
mit der Generalbundesanwaltschaft in diesem Land eine Institution zu haben, die besonders aktiv und besonders kompetent in der Lage ist, derartige Sachverhalte aufzuklären und auszuermitteln. Darauf setzen wir auch alle gemeinsam für die Aufarbeitung dieses Krieges in der Ukraine, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir werden selbstverständlich in den Haushaltsberatungen auch sehr genau drauf gucken, ob wir das auch mit dem, was angesetzt ist, ermöglichen. Denn um es klar zu sagen, auch im Krieg, auch im Konflikt sind es wir als freiheitliche Demokratie, die den rechtsstaatlichen Kompass nicht verliert. Und auch das unterscheidet eine Demokratie von einer Diktatur. Zum zweiten Punkt. Digitalisierung von Justiz und Rechtsstaat bietet große Chancen. Und zwar insbesondere auch für den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zum Recht, zum Rechtsschutz. Und dazu haben wir uns als Koalition besonders ambitionierte Vorhaben ausgedacht. Die Verstetigung des Paktes für den Rechtsstaat gehört dazu, ergänzt durch einen Digitalpakt, aber eben auch vereinfachte Verfahren für Kleinforderungen. Bei niemandem soll der Zugang zum Recht daran scheitern, dass die Forderung zu klein oder das Geld zu wenig ist, liebe Freundinnen und Freunde. Dennoch ist wichtig, als sparsamer Haushälter auch an einer Stelle zu betonen, Pakt für den Rechtsstaat bedeutet, wenn wir aus Bundesmitteln dort gemeinsam mit den Ländern zu Lösungen kommen, dass wir gemeinsam mit den Ländern dazu kommen müssen, welche die richtigen Wege und die richtigen Entscheidungen gibt. Es geht nicht darum, ein Füllhorn auszuschütten, sondern gemeinsam als Bund und Länder dafür sorgen, dass wir gezielt die Digitalisierung zu dem Erfolg bringen in der Justiz, den wir alle gemeinsam möchten. Eines möchte ich besonders hinweisen an der Stelle. 20 Jahre Anwaltserfahrung zeigen mir, dass es besonders in diesen Bereichen notwendig ist, dass wir alle Beteiligten an den Tisch bekommen. Dazu gehören die Anwälte dazu, da gehören aber auch Berufe wie die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, auch das Gerichtsvollzieherwesen dazu. Ich halte es für notwendig, dass wir bei allen Verhandlungen und Detailplanungen mit allen gemeinsam dafür sorgen, den Sprung in das Digitalisierungszeitalter gemeinsam zu dem zu führen, was wir wollen. Es sichert die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates. Das ist unser aller gemeinsame Aufgabe. Und diese Ampel wird an dieser Stelle liefern, um den modernsten, digitalsten und funktionsfähigsten Rechtsstaat in Europa zu gewährleisten. Vielen Dank. Soweit Thorsten Lieb. Und Sie sehen auch weiterhin, schauen wir mit einem Auge nach Brüssel. Da treffen sich übrigens auch die Regierungsstaaten der Regierungschefs der G7-Staaten. Auch im NATO-Hauptquartier beraten sie auch zur gleichen Zeit wie die NATO. Von daher haben sie dort auch eben Autowegfahrten gesehen. Volker Ulrich spricht jetzt im Deutschen Bundestag, Sprecher für Recht der CSU-Landesgruppe. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Etat des Bundesjustizministeriums hat das geringste Volumen aller Einzelpläne und es würde nur gut 2 Tage reichen, um den Sozialetat abzudecken. Er ist dennoch von elementarer Bedeutung, weil wir wissen, dass Rechtsstaatlichkeit Demokratie begründet und weil dieser Etat auch mit dem deutschen Patent- und Markenamt grundlegend den Schutz des geistigen Eigentums begründet. Und das deutsche Patent- und Markenamt, und dieser Hinweis sei mir gestattet, hat Einnahmen von 450 Millionen Euro rund und dem stehen gegenüber 255 Millionen Euro Ausgaben. Das zeigt, wie gut dieses Amt arbeitet. Aber es deutet auch darauf hin, dass möglicherweise gerade für Start-ups und Unternehmergründer bei der Frage der Gebühren für geistiges Eigentum, für Markenanmeldungen noch Raum für Senkungen besteht, um damit die Unternehmensgründung auch im Bereich des geistigen Eigentums zu verbessern. Wir müssen in diesem Haushalt auch über den Generalbundesanwalt sprechen. Und zwar ganz konkret wegen des Krieges in der Ukraine. Hier finden Kriegsverbrechen statt. Diese müssen dokumentiert werden. Aber entscheidend ist auch, dass vor dem Hintergrund des Weltrechtsprinzips es nirgendwo auf der Welt eine Zuflucht für Kriegsverbrecher geben darf. Und rechtspolitisch muss ganz klar sein,
Kriegsverbrechen gehören aufgeklärt, angeklagt und abgeurteilt. Und dazu braucht die Justiz die Kapazitäten. Und wenn der Generalbundesanwalt für Dokumentation und Strukturermittlungsverfahren mehr Stellen braucht, muss er sie jetzt bekommen. Wir sprechen auch über die Frage des Funktionieren des Rechtsstaats. Und da möchte ich klar und deutlich zum Ausdruck bringen: Der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert. Er arbeitet korrekt. Wer immer den Eindruck erwecken möchte, der Rechtsstaat würde nicht ordnungsgemäß funktionieren, stellt sich auf die Seite derjenigen, die aus anderen Motiven den Rechtsstaat in Misskredit bringen möchten. Das sind Feinde der Freiheit. Wir stehen zum Recht, das in Deutschland verwirklicht wird. Aber natürlich muss dieser Rechtsstaat besser werden. Das bedeutet, er muss digitaler werden. Ich finde es gut und richtig, dass der Digitalpakt der Justiz weiter fortgeführt wird und dass die Frage, wie können wir Verfahren nicht nur im Strafrechtsbereich, sondern auch im Zivilrechtsbereich digitale gestalten, eine zentrale Rolle erhält. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass im Strafverfahren ein Paradigmenwechsel dergestalt eintreten kann, dass vielleicht auch die Hauptverhandlungen Wort für Wort protokolliert werden. Ob wir deswegen eine audiovisuelle Aufzeichnung brauchen, das mag ich in Frage stellen. Aber ich glaube, dass durch Digitalisierung hier mehr Raum entsteht, um Strafverfahren auch aufzuzeichnen und damit auch die Frage von Rechtsmitteln praktikabler zu gestalten. Aber wenn wir über den digitalen Bereich sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass in der digitalen Sphäre auch grausame Straftaten entstehen und dort auch ihren Raum haben. Ich denke an den Drogenhandel im Darknet, ich denke auch an die furchtbaren Verbrechen des Kindesmissbrauches und der Kinderpornografie. Und in diesem Zusammenhang braucht der Rechtsstaat auch die entscheidenden Aufklärungsinstrumentarien. Und ich weiß, dass man über Einzelheiten der Vorratsdatenspeicherung trefflich verfassungsrechtlich streiten kann. Aber die Vorratsdatenspeicherung in Abrede zu stellen, wäre vor dem Hintergrund des Aufklärungsbedürfnisses des Staates mehr als fahrlässig. Wir halten daran fest. Ich möchte auch bei dem Thema des rechtspolitischen Dialogs zwischen Bund und Ländern noch kurz auf das Thema Impfpflicht zu sprechen kommen. Es gibt einen Gesetzentwurf, den der Bundeskanzler, der Vizekanzler und auch der Bundesgesundheitsminister in ihrer Funktion als Abgeordnete unterzeichnet haben. Es geht jetzt nicht um die gesundheitspolitische Bewertung dieses Gesetzentwurfs. Aber was mir bei diesem Entwurf fehlt, und diese Frage muss diskutiert werden, ist nämlich der Umstand, was macht es denn eigentlich mit unserer Justiz auf der Ebene der Amtsgerichte, wenn wir einer Situation gegenüberstehen, bei der wir möglicherweise Hunderttausende von neuen Bußgeldverfahren haben im Rahmen der Impfpflicht. Dass in diesem Gesetzentwurf zum Thema Justiz praktisch nichts steht, zeigt, dass hier ein großer Nachholbedarf besteht, meine Damen und Herren. Ich kann nur darauf hinweisen, dass bei der Schwerpunktsetzung es darum gehen muss, die aktuellen Herausforderungen des Rechts abzubilden. Das ist neben der Frage der Digitalisierung auch das soziale Mietrecht. Es geht darum, das im Bereich des Mietrechts zu regeln, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Die Frage der Kündigungen beispielsweise oder der weiter ansteigenden Mietpreise. Ich glaube, dass eine Fokussierung auf Themen, die eher dem Koalitionsfrieden dienen, wie § 119a, nicht im Mittelpunkt der rechtspolitischen Agenda stehen sollte. Es geht abschließend darum, dass wir das Recht verteidigen und deutlich machen, dass Freiheit und Demokratie Recht voraussetzt und dass wir Recht nicht diskreditieren, sondern es in den Etatplänen abbilden. Aber lassen Sie uns gemeinsam über diese notwendigen Verbesserungen sprechen. Herzlichen Dank. So fordert es Volker Ulrich, Sprecher für Recht der CSU-Landesgruppe, hier in der Debatte zum Etat des Bundesjustizministers Marco Buschmann. 935 Millionen Euro sind in diesem Jahr für das Ministerium vorgesehen. Sonja Eichwede spricht jetzt, Sprecherin für Recht der SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Der Haushalt des Bundesministeriums der Justiz ist im Vergleich zu anderen Einzelplänen recht klein, in seiner Leistung und Reichweite aber bei weitem nicht zu unterschätzen. Gerade in der heutigen Zeit, einen Monat nach dem völkerrechtswidrigen Überfall und Angriffskriegs Putins auf die Ukraine und einer Zeit, in der wir weltweit die Zunahme von autoritären Regimen haben, ist es wichtig, einen gut funktionierenden Rechtsstaat nach innen und nach außen zu haben. Aus diesem Grund begrüßen wir ausdrücklich die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes, den Angriffskrieg als völkerrechtswidrig darzustellen und Putin aufzufordern, die Kriegshandlungen sofort einzustellen. Der Minister wies darauf hin. Nach innen ist es sehr, sehr wichtig, dass der Generalbundesanwalt entsprechende Ermittlungen, die schon angesprochen wurden, aufgenommen hat. In der Ampelkoalition arbeiten wir gemeinsam an der Fortentwicklung, der Modernisierung und der Stärkung unseres Rechtsstaats. Denn es gilt die Stärkung des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. Hierfür sind gerade die Haushaltsentscheidungen und Verhandlungen natürlich entscheidend. Denn insbesondere auch die Ausstattung der obersten Bundesgerichte und des Generalbundesanwalts haben hier einen unermesslichen Stellenwert. Hinter dem vermeintlichen Standardartikel Finanzierung der Bundesgerichte verbirgt sich folglich das Rückgrat unseres Rechtsstaats. Besonders herauszustellen ist dabei, dass gerade während der Corona-Pandemie an unseren Gerichten, und das nicht nur auf Bundesebene, die wir hier heute besprechen, fortwährend ein erhöhtes Maß an Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen geleistet wurde. Denn die Arbeit konnte nicht verkürzt werden, sie musste fortwährend weitergeführt werden. Hierfür gebührt allen Kolleginnen und Kollegen in der Justiz unser aufrechter Dank. Denn mit jedem Blick in jede Akte machen Sie unseren Rechtsstaat lebendig. Hier ist jeder einzelne Cent sehr, sehr gut investiertes Geld. Darüber hinaus bietet der Haushaltsplan auch weitere Unterstützung und Zuschüsse für wichtige Organisationen, die unser demokratisches Zusammenleben und unsere Sicherheit fördern, die auch Hand in Hand mit den Vorhaben der Koalitionsparteien gehen, notwendige rechtliche Veränderungen in unserem Land anzustreben. Dafür möchte ich hier drei Beispiele herausgreifen. Erstens. Hass und Hetze im Internet sind täglich präsent. Betroffenen wiederum muss aber Orientierung gegeben werden und es muss ihnen Hilfe zuteil werden, wie sie juristische Möglichkeiten nutzen können. Die Organisation HateAid setzt genau hier an, bietet kostenlose Beratung für Betroffene und die Möglichkeit, Prozesskostenfinanzierung zu beantragen. Diese Förderung ist unglaublich wichtig, denn Hass ist keine Meinung. Zweitens. Die Stärkung unserer demokratischen Zivilgesellschaft und der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus muss weiter vorangetrieben werden, gerade in den heutigen Zeiten. Deshalb ist die weitere Förderung der Amadeus-Antonio-Stiftung sowie des Anne-Frank-Zentrums elementar, denn Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und drittens, ein weiteres sehr, sehr wichtiges Thema aus einem anderen Bereich, denn die Förderung des Vereins Gewaltfreiheit in die Zukunft e.V. bringt den Kampf gegen häusliche Gewalt in Form einer Non-Profit-App ins digitale Zeitalter. Durch diese App wird Betroffenen Hilfe angeboten, es wird ihnen Hinweisen zu Einrichtungen und Frauenhäusern bereitgestellt und somit ein Weg aus der Gewalt aufgezeigt. Denn hier müssen wir nicht nur rechtlich bessere Weichen stellen, sondern auch darüber hinaus handeln. Deshalb begrüße ich diese Förderung sehr.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zwar ist der Umfang des Einzelplans durch den Wegfall des Verbraucherschutzes, was schon angesprochen wurde, etwas kleiner geworden, aber wir wissen auch den Verbraucherschutz bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Umweltministerium sehr gut aufgehoben. Bei den Themen, die noch bei uns liegen, wie die Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie, werden wir uns mit Herzblut einbringen. Zusammenfassend ist aber zum Haushalt hier im Einzelplan 07 zu sagen, er ist vielfältiger, als er auf den ersten Blick erscheint. Er enthält hochaktuelle Titel. Er ist gerade in unserer jetzigen Zeit wichtig, denn wir müssen den Rechtsstaat stärken und schützen. Und wir brauchen diese Projekte auch, um die verantwortungsvolle Politik, für die wir als Ampel stehen, umzusetzen. Dort, wo wir Verbesserung und Erweiterungspotenzial sehen, werden wir uns einbringen in den Verhandlungen. Ebenso werden wir weiter an der Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat und des Digitalpaktes arbeiten, um der Justiz die Unterstützung in Personal und Ausstattung zukommen zu lassen, die sie braucht. Ich freue mich auf die anstehenden Beratungen und verbleibe mit herzlichem Dank und freue mich auf die weitere Debatte. Sonja Eich-Wede war das in ihrer Rede, hat sie unter anderem auch auf Hasskriminalität im Internet hingewiesen. Zur Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Die Zeit für die Wahl ist vorbei. Es ist auch sichergestellt, dass die Mitglieder des paralleltagenden Ältestenrates ihre Stimme abgeben konnten. Gleichwohl frage ich, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Ich bitte das jetzt zügig zu vollziehen. Ich werde in jedem Fall nach dem nächsten Redebeitrag dann die Wahl schließen. So, Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau erinnert hier nochmal an die Wahl für das Parlamentarische Kontrollgremium. Das ist hier ein Gremium, das die Kontrolle der Nachrichtendienste dafür zuständig ist. Diese überwacht zum Beispiel den Bundesnachrichtendienst. Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Fabian Jacobi. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie alle kennen den berühmten Dialog aus dem Film Der Pate. Amerigo Bonaceras Tochter ist von zwei jungen Männern misshandelt worden. Das Gericht hat die Täter laufen lassen. Und nun erscheint Bonacera beim Mafia-Paten Don Corleone, um dort auf anderem Wege Genugtuung für geschehenes Unrecht zu erwirken. Eine eindringliche künstlerische Darstellung der Erkenntnis, dass der Rechtsstaat nicht allein aus Gerichtsgebäuden und Gesetzbüchern besteht, sondern dass er steht und fällt mit dem Vertrauen, das die Bürger in ihn setzen. Eng damit verknüpft ist die alte Frage, wer eigentlich die Wächter bewacht, oder im vorliegenden Kontext die Frage, wer die Wächter bzw. Richter zuallererst einsetzt. Damit bin ich bei dem, was das Justizressort nach dem Regierungsvertrag in dieser Wahlperiode tun soll. Zitat: Wir reformieren die Wahl für Richter an den obersten Bundesgerichten. Nicht deutlich wird, ob das Bundesverfassungsgericht mit angesprochen ist. Dabei wäre gerade dies dringlich. Denn wegen seiner besonders herausragenden Rolle im Staate wirkt sich hier der Vertrauensverlust besonders nachteilig aus. Dass es diesen gibt, wird hoffentlich niemand bestreiten wollen. Ich zitiere die Überschrift eines Artikels, der im September in der Zeitschrift Cicero erschienen ist. Corona, Klima, Rundfunkbeitrag. Karlsruhe entwickelt sich immer mehr zum Erfüllungsgehilfen der Politik. Für unsere Demokratie ist das brandgefährlich. Wohin steuert das Bundesverfassungsgericht? Zitat Ende. Ein Beispiel von vielen. Nach dem Grundgesetz werden die Richter von Bundestag und Bundesrat gewählt. In der Praxis hat eine Gruppe von vier Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, das Gericht unter sich aufgeteilt und besetzt reihum die Richterstühle. Das ist kein besonderes Geheimnis. Das kann man, wenn man sich dafür interessiert, immer wieder lesen. Wir haben bereits in der zurückliegenden Periode den Vorschlag gemacht, die Richterwahl von den politischen Parteien weg zu verlagern und hin zu einem Wahlgremium, das aus der Justiz selbst besetzt wird. Das ist hier einhellig abgelehnt worden.
Wenn aber weiterhin die Besetzung des Verfassungsgerichts durch Parteipolitiker erfolgen soll, dann muss man über andere Reformansätze reden. Derzeit geschieht die Wahl von Verfassungsrichtern ohne Aussprache. Als Begründung wird angeführt, eine öffentliche Erörterung führe zu einer Politisierung des Gerichts, die aber verhindert werden müsse. Das nun ist bestenfalls eine Lebenslüge, schlimmstenfalls Heuchelei. Die Funktion des Verfassungsgerichts ist per se eine hochpolitische und es wird von Parteipolitikern besetzt. Anderswo, etwa in Amerika, geht man weitaus offener und dadurch auch ehrlicher um. Dort werden die Kandidaten vor ihrer Berufung einem von der demokratischen Öffentlichkeit mit zu verfolgenden Anhörungsprozess unterzogen. Das notwendige Vertrauen in die Integrität des Gerichts dürfte ein solches Verfahren weitaus eher fördern als die Vorgehensweise, die hierzulande praktiziert wird. Letzter Satz. Das Verfahren der Richterwahl ist zentral für den Rechtsstaat. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass sinnvolle Reformen auch hier im Hause möglich sein werden. Vielen Dank. Ich komme nochmals zurück zur Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Die Zeit für die Wahl ist vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches seine Stimme nicht ab, oder besser Stimmen nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Wahl und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Wahl wird Ihnen später bekannt gegeben. Damit haben wir nun auch die notwendige Aufmerksamkeit hergestellt zur ersten Rede im Deutschen Bundestag, die der Kollege Lukas Benner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hier hält. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, erst die Corona-Pandemie und dann vor einem Monat auch noch der schreckliche Angriffskrieg auf die Ukraine. Selbstverständlichkeiten sind eben solche nicht mehr. Und es braucht eine Politik, die dem gerecht wird. Eine Politik, die anpassungsfähig ist, die aber auch selbstkritisch ist und die vor allen Dingen in diesen schwierigen Zeiten sehr kritisch hinschaut und das Geld in das Richtige investiert. Gerade im Justizbereich kosten die meisten Verbesserungen aber gar kein Geld. Und das ist das Positive an dieser Stelle. Denn wir brauchen gerade jetzt eine starke Demokratie und dafür eine leistungsfähige Justiz und ein Recht auf Höhe der Zeit. Leider finden wir genau das nicht vor. Denn im Rechtsbereich liegen 16 Jahre Reformstau vor uns. Es liegen 16 Jahre hinter uns, in denen gesellschaftlicher Wandel gerade nicht in Gesetze geflossen ist. Und da draußen leben Menschen, deren Lebensrealität sich eben nicht in unseren Gesetzen widerspiegelt. Und genau das stört das Vertrauen ins Recht. In der Justiz haben die Mitarbeitenden in und vor der Corona-Pandemie Großes geleistet. Aber eine leistungsfähige Justiz besteht eben nicht nur aus aufopfernden Mitarbeitenden, sondern sie braucht eine vernünftige Ausstattung, ein vernünftiges System. Wir sind in der Pandemie im Bereich der Digitalisierung sehr viel weiter gekommen, als wir uns das vorher gedacht haben. Aber trotzdem ist in den Amtsgerichten in der Fläche die Abkehr vom Faxgerät und von der Papierakte immer noch die große Herausforderung. Da müssen wir ran. Der Rückstau von gestern behindert die Entscheidung von morgen. Und deswegen bin ich so froh, Herr Bundesminister Buschmann, dass wir mit Ihnen jemanden haben, der die Digitalisierung ernst meint, wie man in Ihrem Referentenentwurf von gestern sehen kann. Und deswegen gehen wir gemeinsam als Ampel dieses Thema an. Wir geben jetzt schon mehr Geld für Digitalisierung der Justiz aus und wir arbeiten am Digitalpakt für die Justiz, um hier voranzugehen. Dem aber nicht genug. Wir wollen für eine effektive Rechtsmittelkontrolle im Strafprozess Verhandlungen digital protokollieren. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Ansprüche schnell und unkompliziert durchzusetzen und mit der gleichen Maßnahme Amtsgerichte entlasten. Und deswegen wollen wir ermöglichen, dass man Kleinforderungen im digitalen Prozess durchsetzen kann. Und wenn die Kraft mal nicht reicht oder
der Gegner finanziell zu übermächtig ist, wollen wir es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich zusammenzuschließen. Und deswegen stärken wir den kollektiven Rechtsschutz noch weiter. Die Digitalisierung ist eine große Chance für eine leistungsfähige Justiz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt endlich, endlich können wir gesellschaftliche Realität in Gesetze gießen. Jetzt endlich können wir dafür sorgen, dass nach 16 Jahren Stillstand wir ein Recht auf Höhe der Zeit haben. Und das ist für uns als Fortschrittskoalition die ganz große Aufgabe. In keinem Bereich wird das so deutlich wie im Familienrecht. Und deswegen ermöglichen wir es lesbischen Ehepaaren, dass, wenn ein Kind geboren wird, sofort beide Mütter sind. Und deswegen ermöglichen wir eine Elternschaftsanerkennung unabhängig von Geschlecht und Ehe. Und deswegen ermöglichen wir Menschen, für die die Ehe nicht das Konstrukt der Wahl ist, rechtlich verbindlich Verantwortung füreinander zu übernehmen, weil das ist längst überfällig. Dem nicht genug. Wir schaffen ein Selbstbestimmungsgesetz. Und ja, Herr Dr. Krings, wir schaffen 219a ab. Ich freue mich auf Ihre fachlichen Ausführungen, aber das ist längst überfällig, denn wir wollen Informationen ermöglichen und nichts anderes. Und weil uns die Nachrichten erreichen, ja natürlich, wir legalisieren auch Cannabis. Denn wenn sich Menschen in Recht und Gesetz und sich Lebensrealitäten in Recht und Gesetz wiederfinden, dann stärkt das das Vertrauen. Aber ein Recht auf Höhe der Zeit ist hier nicht nur politisch zu verstehen, sondern noch dringender denn je, auch mit Blick auf die Realität da draußen. Die Rede ist von Energiesouveränität. Wir müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen und wir müssen dafür sorgen, dass die Energiewende aufgrund von guten Gesetzen, von klaren Auslegungsregelungen und von vernünftigen Gesetzen bis in die Fläche nicht an den Gerichten scheitert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Recht ist kein Selbstzweck. Es steht im Dienste der Bürgerinnen und Bürger und genau diesen schulden wir eine leistungsfähige Justiz und ein Recht auf Höhe der Zeit. Gehen wir es gemeinsam an. Vielen Dank. Die Abgeordneten diskutieren über den Einzelplan 07 für das Bundesjustizministerium. Und es ist nun mal in der Natur dieses Ministeriums, das in erster Linie ein Gesetzgebungsministerium ist und auch die anderen Ministerien berät bei der Vorbereitung der Rechtsgesetzesvorhaben, dass hier auch eben eine große Palette an Themen angesprochen wird. Susanne Hiel spricht jetzt hier zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Sie ist aus der Unionsfraktion und Mitglied im Rechtsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute den betragsmäßig kleinsten Haushalt aller Ministerien, wenn wir es vergleichen. Manch einer behauptet sogar, es wäre die langweiligste Debatte dieser Woche, die wir führen. Dieser Meinung bin ich nicht. Lassen Sie uns doch einen Blick auf ein paar Projekte der Ampel werfen, die diese Legislatur vorgesehen sind. Da ist zum einen die Verbesserung der Qualität der Gesetzgebung. Bei neuen Vorhaben soll frühzeitig und ressortübergreifend diskutiert werden, auch in neuen Formaten. Die Praxis soll mit einbezogen werden, vor allem die Betroffenen, und auch die Erfahrungen und Bedürfnisse der Länder und Kommunen sollen mit einbezogen werden. Das begrüße ich für 100%. Aber wie sieht denn die Umsetzung in der Praxis aus? Nehmen wir zum Beispiel die Einführung der sektoralen Impfpflicht zum Ende des letzten Jahres. Ich kann mir schwer vorstellen, dass hier eine frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen erfolgt ist, der Verantwortlichen in den Einrichtungen, der Pflegerinnen und Pfleger, der Kommunen und Länder. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Diskussion um eine Durchsetzbarkeit dieser Impfpflicht erst Wochen nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens Fahrt aufgenommen hat. Hier haben Sie noch viel Luft nach oben, um Ihre eigenen Ansprüche zu erfüllen. Weiter wollen Sie den Gesetzen eine Synopse mit beifügen. Das heißt, der aktuellen Rechtslage,
auch die neue, geänderte Rechtslage gegenüberstellen. Für die Anwender in der Praxis, wie zum Beispiel Anwälte, Steuerberater oder auch Behörden, wäre das eine wirkliche Erleichterung. Bisher kann ich davon aber nichts feststellen. Inhaltlich kündigt das Ministerium an, unter anderem die größte Reform des Familienrechts einzuführen. Das Wohl des Kindes soll hierbei zentral sein, heißt es im Koalitionsvertrag. Es geht um die Ausweitung des kleinen Sorgerechts, es geht um Änderungen im Unterhalts- und Umgangsrecht und es geht auch um die Verantwortungsgemeinschaften. Das sind Themen, die Millionen von Menschen bei uns im Land betreffen. Fragt man aber nach einem zeitlichen Umsetzungszeitpunkt, so kann das Ministerium keine nennen. Stattdessen kümmert man sich mit Hochdruck um die Abschaffung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz ehrlich, ist das unser größtes und vordringlichstes Problem, das wir momentan zu lösen haben? Die Abschaffung des Werbeverbots für den Schwangerschaftsabbruch. Und Herr Minister, ich kann gut verstehen, dass Sie schnelle Erfolge wollen und in der Legislatur sehr früh Ihr Lieblingsthema durchsetzen. Das kann man so machen. Aber ich meine, Sie setzen die Prioritäten völlig falsch. Ich hoffe, dass das Ministerium bei allen Vorhaben, die kommen, über den Tellerrand hinaussieht und wirklich die Bedürfnisse der Praxis mit in die Gesetzgebungsinitiativen mit einbezieht. Die Betroffenen würden es Ihnen danken. Seien Sie sich versichert, wir werden alle Projekte ganz genau beobachten und werden uns weiterhin tatkräftig mit einbringen. Haben Sie herzlichen Dank. Susanne Hehl war das, ihre erste Rede, und die hat sie auch noch freigehalten. Das fällt schon auf, wenn hier jemand ohne Zettel nach vorne geht und das sich auch noch innerhalb der Redezeit zum Schluss kommt. Johannes Fechner spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Buschmann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere Haushaltsberatungen werden natürlich und auch zu Recht überlagert vom brutalen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Wir sind alle immer noch entsetzt, aber wir stehen ganz fest an der Seite der Ukraine. Und eines ist dabei klar, und das will ich gerade in einer rechtspolitischen Debatte ausdrücklich auch so sagen, diesen brutalen Überfall, den dulden wir nicht. Es muss die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade in der Rechtspolitik und auch mit diesem Haushalt, da werden wir uns dafür einsetzen, dass Konflikte und Streitigkeiten gerade auf internationaler Ebene friedlich gelöst werden, und zwar in rechtsstaatlichen Verfahren. Wir machen mit diesem Haushalt viel. Zum Beispiel unterstützen wir wichtige internationale Einrichtungen wie die WTO, den Internationalen Seegerichtshof oder auch ganz besonders wichtig für uns die rechtsstaatliche Aufbauarbeit der Gesellschaft für internationale rechtliche Zusammenarbeit. Also wir leisten mit diesem Haushalt wirklich einen Beitrag dafür, dass solche Konflikte auf international friedlich gelöst werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir nehmen uns rechtspolitisch auch in dieser Wahlperiode sehr viel vor. Wir haben uns einiges vorgenommen, und dazu gehört es, dass wir im Strafrecht genau prüfen, welche Vorschrift brauchen wir überhaupt noch, denn wir wollen eine effektive Kriminalpolitik. Und dann gehört es eben dazu, dass wir endlich den Paragraphen 219a, für den es kein praktisches Bedürfnis mehr gibt, streichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das will ich hier deutlich sagen. Wenn Frauen in schwieriger Lage sind, dann brauchen sie schnell und einfach Zugang zu Informationen. Und es kann einfach nicht sein, dass Ärzte Schwangerschaftsabbrüche vornehmen dürfen, darüber aber nicht sachlich informieren dürfen. Und deswegen werden wir diesen Widerspruch auflösen. Und im Übrigen wird die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche auch nicht zulässig sein. Es gibt weiterhin das ärztliche Standesrecht. Also schneiden wir diesen alten Zopf endlich ab. Es ist gut, dass wir als eines der ersten Projekte in der Ampelkoalition diese nicht mehr notwendige Vorschrift des 219a endlich streichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Fechner, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion? Na logo. Ich wusste doch, wer es macht. Ja, lieber Kollege, wir haben ja die Diskussion schon öfter geführt und wissen auch, wo wir stehen, und die Argumente sind auch mehrfach ausgetauscht. Ich möchte aber dann doch hier nochmal fragen, wir sind ja in der Rechtsdebatte, und zu dem Thema 219a hat das Bundesverfassungsgericht ja auch ausführliche Urteile gemacht.
Und da wäre jetzt meine Frage, das Bundesverfassungsgericht sagt, das ungeborene Kind entwickelt sich von Anfang an als Mensch und nicht zum Menschen. Es hat von Anfang an Menschenwürde und Lebensrecht. Und das kommt mir in der Diskussion, die wir hier führen, also doch sehr kurz. Und mich würde jetzt mal Ihre Haltung. So, und wir verlassen die Debatte jetzt.